die Ausstellung echt krass, wendet sich an Jugendliche, also an ihre Schülerinnen und Schüler, zum Thema sexuelle Selbstbestimmung und sexuelle Gewalt. Wir haben häufig Nachfragen von Lehrkräften und Pädagoginnen und Pädagogen aus der Jugendhilfe bekommen, die mit dem Thema zu tun haben und gerne präventiv in Schule oder Jugendarbeit etwas tun möchten. Und Ihre Aufgabe ist es gleich, sich mit Ihrem Nachbarn oder Ihrer Nachbarin eine Karte auszusuchen. Wir richten uns an Jugendliche, weil das Jugendalter eine sehr sensible Phase ist. Die Jugendlichen entdecken Sexualität, lernen ihre Wünsche, ihre Bedürfnisse kennen, aber auch ihre Grenzen. Und oft gehen sie über eigene Grenzen, bevor sie merken, ah, da ist eine Grenze. So kann es also passieren, dass Grenzverletzungen geschehen, ohne dass Jugendliche das wollen oder das geplant haben. Und die Grenze zwischen sexueller Grenzaustestung oder Überschreitung und sexueller Gewalt wird oft gar nicht wahrgenommen. Die Ausstellung hat 5 Lernstationen. Jede Station hat ein Präventionsthema. Und die Themen bauen nicht aufeinander auf, sondern können unabhängig voneinander angeschaut werden. Es gibt pro Station 3 Spielseiten, die selbsterklärend in den Aufgaben sind. Und eine Innenseite, in die die Jugendlichen reingehen können, wo es um eine sinnliche Einstimmung in das Thema geht. Die Aktionsseiten sind interaktiv gestaltet, damit die Jugendlichen aktiv selber das Thema sich erarbeiten und erfahren können. Sie können Filme anschauen, können Psychotests machen, Audiotexte abhören, was Jugendliche über das Thema denken und einfach spielerisch an das Thema rangehen und selber aktiv sein. Ja, so mit ich, also eher uncool. Schon eher uncool als, ja. Das ist okay. Ja, das sieht man ja nicht. Nein. Nein. Das Besondere an dieser echt krass Ausstellung ist, dass es ja keine reine Opferausstellung ist. Es ist nicht nur darum geht, wie kann ich mir Hilfe holen, wenn mir etwas passiert ist, sondern wir wollen ja gerade präventiv arbeiten, ansetzen da, wo Verhaltensweisen grenzwertig werden, problematisch werden. Und wir haben sehr darauf geachtet, dass alle Perspektiven berücksichtigt werden, dass potenzielle Täter und Täterinnen angesprochen werden, dass aber auch vor allen Dingen die ganz wichtige Perspektive der Clique und der Peer Group, der Zuschauenden, der Mitmachenden angesprochen wird, damit wir die Jugendlichen insgesamt motivieren und sensibilisieren, dafür Zivilcourage zu zeigen. Sie denken, sie sind die Größten, wenn sie andere fertig machen. Echt arm. Warum machen denn alle mit? Ja, zunächst einmal ist es ja so, dass die Tatsache, dass eine Jugendliche, ein Jugendlicher sich anvertraut, als ein wertvolles Geschenk zu betrachten ist. Und mit diesem Geschenk gilt es, entsprechend behutsam umzugehen. Das bedeutet auf jeden Fall erstmal da zu sein, zuzuhören, nicht in Aktionismus zu verfallen und vor allem jeden Handlungsschritt im Tempo des Jugendlichen abzusprechen. Das finde ich jetzt auch nicht mehr. Das kommt auch bei der Runde noch ein runter. Gut, schlecht. Oder wie? Anhand von den Beispielen, die hier genannt werden, erkennt man ja auch direkt, dass diese sexuelle Gewalt an verschiedenen Punkten anfangen kann. Es gibt halt krasse Beispiele, die hier aufgeführt werden, wie wirklich dieses, wenn ihm was nicht passt, dann schlägt er sie. Aber es kann ja auch schon woanders anfangen, wie wenn hier zum Beispiel gesagt wird, Tom überredet Uli zum Sex ohne Kondom, wo eben diese Gefühlsebene dazu genutzt werden kann, jemanden zu überreden, was zu machen, was er nicht möchte, was er auch eigentlich für falsch hält. Sie dreht sich weg, er lässt sie los und fragt, ob mit ihr alles okay ist. Er schreit zurück und geht. Es ist traumhaft, von denen geliebt zu werden. Die Jugendlichen werden angeregt, miteinander zu reden. Also als die in der Ausstellung waren, war ich auch ganz überflüssig. Also habe mich natürlich auch rausgenommen und hatte das Gefühl, die sind da in ihren kleinen Gruppen, auch Peergroups, dann durchgegangen mit ihren Freunden und haben gesagt, ah Mensch, ja stimmt, und haben sich ausgetauscht. Das hat viel Gesprächsstoff geboten für die Jugendlichen untereinander. Das fand ich toll. Das ist jetzt meistens ist es ja so, dass Jugendliche in einem bestimmten Alter noch gar nicht über einen eigenen Bewertungsmaßstab für sich verfügen, was gut und was richtig für sie ist. Oder eben einen Bewertungsmaßstab haben, der noch gar nichts mit ihrem Entwicklungsstand zu tun hat.
Von daher ist es so, dass die Ausstellung echt krass eine super Möglichkeit für Jugendliche bietet, innerhalb der Peer Group einfach mal eine Standortbestimmung zu machen, für sich selbst, sich darüber auszutauschen, zu hören, was andere denken und letztendlich darüber diesen Bewertungsmaßstab erstmal zu entwickeln. Inwiefern eher das als Spaß da für die sind auch ganz glücklich da. Natürlich auch noch mal ein das geht natürlich gar nicht. Und das ist Spaß für beide. Die Ausstellung thematisiert ja das Thema sexuelle Gewalt unter Jugendlichen. Und es geht dabei um alle Formen der sexuellen Grenzverletzung, der Sexismus, aber auch wirklich der sexuellen Gewalt, also der echten Sexualstraftaten, wie sie nach deutschem Strafrecht ganz normal auch verboten sind und auch strafrelevant sind. Niemand darf ohne Einwilligung jemand anderen an die Genitalien fassen. Ja. Mit sexueller Gewalt verbindet man ja, weiß nicht, ob es generell so ist, wirklich eigentlich nur die Vergewaltigungen am Ende und jetzt nicht schon, wenn man jemandem die Hand aufs Knie legt oder so. Es geht ja auch schon in die Richtung Nötigung, wenn die eine Person das nicht will. Er schläft mit ihr, obwohl sie sturz betrunken ist. Sexuelle Handlung an Betrunkene oder andererseits Widerstandsgefühl für die Person ist verboten. Als mir dann schlecht wurde, ist er hinter mir her zum Klo und ist mir echt an die Wäsche gegangen. Total eklig. Ich habe es aber geschafft, einige Leute darauf aufmerksam zu machen, dass er verduftet. Vorstellen. Du hast aber schöne Augen. Ja. Naja, nicht so einfallsreich. Der ist ganz süß. Ich habe mir gedacht, wenn ich dich jetzt nicht anspreche, sehen wir uns nie wieder. Ach süß. Ja, der ist echt gut. Wir haben ja grundsätzlich bei der ganzen Ausstellung, obwohl es um ein schwieriges Thema geht, sehr darauf geachtet, dass wir auch sehr positive Zugänge finden. Wir haben zum Beispiel Flirtkarten produziert, wir haben Beispiele gefunden, wo es auch möglich ist, in die Kommunikation zu gehen, wo man auch mal lachen kann. Es ist ganz wichtig, dass wir das Thema nicht einfach durch das Thema Gewalt so stark überlagern, dass es erneut tabuisiert wird, sondern wir wollen den Mädchen und Jungen wirklich auch konkrete Möglichkeiten an die Hand geben durch die Ausstellung. Also ich finde es gut, dass man hier so viel selber machen konnte und sowas. Mir gefällt die Ausstellung echt gut, weil die sehr viele Themenbereiche abdeckt. Ich finde es auch gut, dass man nicht nur irgendwas vor die Nase geknallt kriegt, sondern auch drüber nachdenken kann und mitmachen kann. Das ist halt nicht nur so stur, dass man irgendwas liest und so, sondern dass man auch ein bisschen was machen muss, mal was hört und so. Ich fand halt auch sehr gut die Berichte, die man sich anhören konnte, wie sich die Leute danach gefühlt haben. Die kleinen Filme waren ganz gut und die Boxen, wo man reingegangen ist und halt Sachen ausprobieren konnte, mit den Händen zum Beispiel. Ja, dass man halt alles nochmal wirklich anders kennenlernt, als man vorher dachte und das nochmal neu überdenken kann.